Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal Hetman Software. Erfahren Sie, wie Sie Daten von einem zerstörten RAID 5 nach einem Ausfall des Dual-Control DC624R-Controllers wiederherstellen können. RAID-Arrays sind eine bequeme Möglichkeit, mehrere Festplatten in einem einzigen logischen Volumen zu kombinieren und so eine sichere und zuverlässige Datenspeicherung zu gewährleisten. Der Dual-Control DC624R-Controller ist ein zuverlässiges Gerät, das für die Verwaltung von RAID-Arrays entwickelt wurde. Er bietet einen stabilen Betrieb, kann aber wie jedes andere Gerät auch Fallfunktionen nicht ausschließen. Wenn der Controller ausfällt, wird das RAID-Array unzugänglich, was zum Verlust aller wichtigen Daten führen kann, die auf dem Disk gespeichert sind. Das folgende Video zeigt Ihnen, was zu tun ist, wenn der RAID-Controller Ihres Servers ausfällt und wie Sie Dateien von dem Disk retten können. Um die Funktionsweise des Controllers besser zu verstehen, sehen wir uns an, wie man RAID auf diesem Gerätetyp erstellt. Schließen Sie den Controller an die Hauptroutine an, schließen Sie dann die Festplatten an und starten Sie den Server. Um ein Array zu erstellen, müssen Sie das BIOS des Controllers öffnen. Bei diesem Modell drücken Sie beim Button die Taste F4. Dadurch wird das BIOS geladen. Um ein Array zu erstellen, drücken Sie die Taste F1. Legen Sie dann die Parameter fest, RAID Level, Anzahl der Festplatten, aus denen es gebildet wird, Blockgröße. Markieren Sie die Laufwerke, aus denen Sie ein RAID bilden möchten. Wählen Sie dann die Art des Aufbaus, Arrays mit Datenkopie oder Array erstellen und initialisieren. Bestätigen Sie Ihre Wahl Ja. Danach erscheint der RAID auf dem BIOS-Hauptbildschirm. Starten Sie das Gerät neu. Als nächstes müssen Sie den Datenträger partitionieren und mit Daten füllen. Wenn Sie den Zugriff auf das Disk Array verlieren, ist der erste Schritt, die Ursache der Störung zu ermitteln. Untersuchen Sie den Controller und die daran angeschlossenen Disk. Achten Sie auf Schäden, Korrosion oder Überhitzung auf der Controllerplatine. Achten Sie auch auf die Statusleuchten, die Fehler anzeigen können. Wenn Sie etwas Ungewöhnliches bemerken, könnte dies ein Zeichen für ein Problem mit dem Steuergerät sein. Wenn Sie nach der Diagnose sicher sind, dass das Steuergerät nicht funktionsfähig ist und nicht repariert werden kann, ist der nächste Schritt, das Steuergerät auszutauschen. Vergewissern Sie sich von dem Austausch, dass Sie genau das gleiche Modell oder ein anderes kompatibles Steuergerät haben. Wenn Sie den Controller durch einen ähnliches Controller ersetzen, wird sichergestellt, dass die Einstellungen des RAID Arrays intakt sind und die Datenwiederherstellung wird erleichtert. Wenn Sie den Controller durch ein anderes Modell ersetzen, stellen Sie sicher, dass der neue Controller den gleichen RAID-Typ und RAID-Level wie der alte Controller unterstützt. Trennen Sie zum Austausch alle Laufwerke von alten Controller und entfernen Sie ihn vorsichtig aus dem System. Installieren Sie dann den neuen Controller in denselben PCIe-Steckplatz auf den Hauptplatine, aus dem Sie den alten Controller entfernt haben. Schließen Sie dann nach dem Einbau alle Laufwerke wieder an den Controller an. Achten Sie darauf, dass Sie die Laufwerke in der gleichen Reihenfolge angeschlossen werden, in der Sie an den alten Controller angeschlossen waren. Dies ist für eine erfolgreiche Datenwiederherstellung sehr wichtig. Sobald die Laufwerke angeschlossen sind, starten Sie das System und gehen Sie zu den Controller-Einstellungen. Der neue Controller sollte das Array automatisch erkennen und es entsprechend den vorherigen Einstellungen konfigurieren. Wenn das Array nicht automatisch erkannt wird, öffnen Sie die Einstellungen und versuchen Sie, die Konfiguration manuell zu laden. Sobald der Controller das Array erkannt hat, sollten Sie in der Lage sein, auf Ihre Daten auf dem RAID-Array zu zugreifen. In manchen Fällen reicht der Austausch des Controllers nicht aus, um Ihre Daten wiederherzustellen, insbesondere wenn das Array durch einen funktionierenden Controller beschädigt oder beschädigt wurde. Im Falle eines Controllerausfalls, einer versehentlichen Löschung, einer Laufwerksformatierung, einer fehlerhaften Konfiguration und so weiter, benötigen Sie zur Wiederherstellung von Daten aus einem zerstörten Array ein spezialisiertes Programm, das Ihnen dabei hilft, das RAID wieder zusammenzusetzen und wichtige Daten daraus abzurufen. Hetman RAID Recovery verfügt über leistungsstarke Datenwiederherstellungsalgorithmen und kann verschiedene Daten
Verlustsituationen bewältigen und schließlich Controller ausfalten. Die Software unterstützt alle gängigen RAID-Typen, die meisten Dateisysteme und verschiedene Arten des RAID-Aufbaus, viele RAID-Controllers-Modelle. Um Daten wiederherzustellen, müssen Sie die Disk an das Motherboard eines Windows-Computers anschließen. Die Software wird das zerstörte Array automatisch aus dem Disk wieder zusammensetzen, indem Sie es hier unten mit kurzen Informationen über den Verbund markiert. Wenn Ihr Motherboard nicht über genügend SATA-Anschlüsse oder Stromanschlüsse verfügt, verwenden Sie spezielle Adapter und Erweiterungskarten, die Sie auf den Bildschirm sehen können. Überprüfen Sie, ob die Software das Array korrekt erstellen könnte. Detaillierte Informationen erhalten Sie, wenn Sie mit der Rechnermaustaste auf das Array klicken und das Eigenschaften öffnen. Hier sehen Sie auf der Registerkarte Array detaillierte Informationen über den Array, einschließlich der Disk, ihre Reihenfolge, des Versatzes und so weiter. Wenn alles korrekt ist, klicken Sie mit der Rechnungstaste auf die Partitionen und wählen Sie Öffnen. Wählen Sie dann die Art der Analyse, schnelle Suche oder vollständige Analyse. Bei einem einfachen Controller-Fehler reicht ein schneller Scan aus, der weniger Zeit in Anspruch nimmt. Wenn das Programm mit der schnellen Suche keine Dateien finden kann, führen Sie eine vollständige Analyse durch. Gehen Sie dazu zurück zum Hauptmenü des Programms, klicken Sie mit der Rechtmaustaste auf den Abschnitt und wählen Sie RAID-Analyse, vollständige Analyse, Dateisystem angeben, weiter. Öffnen Sie den Ordner, in dem die Dateien, die Sie wiederherstellen möchten, gespeichert waren. Das Programm speichert die gesamte Dateien- und Ordnerstruktur, sodass es nicht schwierig sein wird, die benötigten Dateien zu finden. Im Vorschaufenster sehen Sie den Inhalt aller Dateien. Das Programm hat auch Dateien gefunden, die zuvor gelöscht wurden. Sie sind mit einem Kreuz markiert. Wählen Sie nun alles aus, was Sie wiederherstellen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche Wiederherstellen. Geben Sie dann an, wo die Daten gespeichert werden sollen, auf einen Datenträger oder in einem Ordner, und klicken Sie erneut, um die Wiederherstellung zu starten. Nach Abschluss der Wiederherstellung befinden sich alle Dateien in dem angegebenen Verzeichnis. In manchen Situationen kann es vorkommen, dass das Programm im automatischen Modus kein RAID erstellen kann. Das kann daran liegen, dass die Serviceinformationen auf den Datenträgern gelöscht wurden, sodass das Programm die Parameter des zerstörten RAIDs nicht bestimmen kann. In solchen Fällen hilft der RAID-Builder mit manueller Erstellungsfunktion. Der Konstruktor wird helfen, wenn der anfangende Disk, wo alle Informationen mit den Array-Parametern gespeichert wurden, gelöscht wird. Dies kann passieren, wenn Sie Disk an einem anderen Controller anschließen und die vorherige Konfiguration löschen oder das RAID neu aufbauen. Wenn Sie die Parameter kennen, starten Sie den Konstruktor, wählen Sie die Option Manuell erstellen, weiter. Geben Sie den Array-Typ, die Reihenfolge der Blöcke und deren Größe an. Fügen Sie die Disk hinzu, aus denen er besteht, und füllen Sie die fehlenden mit leeren Disk, indem Sie auf das Pluszeichen klicken. Eventuell müssen Sie auch den Offset angeben, in dem sich der Anfang des Laufwerks befindet. Geben Sie die Reihenfolge der Laufwerke an. Wenn Sie hier alle bekannten Parameter angeben, sehen Sie Ihr RAID. Wenn die Parameter korrekt angegeben sind, erweitern Sie es und die Ordner werden hier erscheinen. Nachdem Sie die Parameter eingegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen. Danach wird das RAID im Disk Manager erscheinen. Führen Sie nun die Analyse durch, suchen Sie nach Dateien und stellen Sie die notwendige wieder her. Die Wiederherstellung von Daten aus einem RAID-Verbund eines nicht funktionierenden DW-Control-DC 6.2R-Controllers ist eine komplexe Aufgabe, die einige Kenntnisse und Erfahrung erfordert. Mit einem Ersatzcontroller oder einer RAID-Datenwiederherstellungssoftware können Sie jedoch verlorene Dateien erfolgreich wiederherstellen und Ihre Daten schützen. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war nützlich für Sie und hat Ihnen geholfen, Ihre verlorenen Dateien wiederherzustellen. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal Hetman Software zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.